Sri Monkeys. Aha. Sri Monkeys ist aber zu kompliziert erstmal. So, umbauen. Diesen verwinkelten Weg wegbauen. Als Forschung können wir ja machen. So. Okay, so. Ich möchte natürlich auch erklären, warum. Ich habe also schon einen Versuch hinter mir mit diesem Park, wo ich dann zum Ende hin, also gefordert sind ja 1400 Besucher innerhalb von 3 Jahren und ja, ich bin beim Park gescheitert mit, also nicht erfüllt. Mit 1263. Weil ich am Anfang Haufen Zeit verplempert habe. Mit, weil die Besucher eben Probleme hatten. Die hatten kein Essen gefunden. Weil Essen im Spiel, also Pommesbude etc., wurden bei der Forschung, durch die Forschung erst sehr spät eingestellt im Spiel. Oder erstellt oder möglich gemacht oder. Ja. Und das fand ich so blöd. So, dann war dieser Weg. Ständig kam die Meldung, die sehr nervige Meldung, dass die Besucher nicht den Ausgang nicht finden. Deshalb werde ich jetzt den Weg ganz gerade machen. So, gerade durch, okay, so geht. So können wir jetzt mal einen Weg bauen. Na, hier, jetzt guckt euch mal hier die, was da für Kuddelmuddel ist an Wegen. Das ist irre. Das ist sowas vom bescheuert. Weg. Das wieder los. Ach so, nee, okay, jetzt ist das ist ja jetzt berechtigt, weil wir haben ja total den Weg total gekappt. So, die können die da rumlatschen. Wir wollen nicht die Achterbahn. Hallo? Bloß die Achterbahn in Ruhe. Wir wollen hier solche Fallen wegmachen. Denn die brauchen wir gar nicht.
Wege übersichtlicher zu gestalten. Das ist ganz schrecklich hier. Ja, den könnt ihr auch nicht finden, weil der Ausgang gar nicht da ist. Der Ausgang, der Weg. Der Weg zum Ausgang ist ja noch gar nicht da. Okay. Aber anstandshalber baue ich mal einen neuen. Ohne Krickel, Krakel, ohne alles. So. Okay. Aber jetzt könnt ihr finden, oder? Wir werden mal sehen, was er mit der Zeit damit macht. So, jetzt haben wir hier oben auch wieder solche ominösen Fallen. Ja, da dürft ihr euch jetzt nicht drüber, nicht von stören, dass das ist. Weg jetzt. Da ist der. So. Jo. Ich weiß zwar nicht wieso. Die rennen jetzt hier ringsrum. Ich weiß gar nicht, warum die das müssen. So, das ist klar, das muss bleiben. Ja, zurück. Weg. Her, du Rames. Du Schultchen. So.
zwischendurch auch teilweise eindeutig stellt sich sehr, sehr bananenmäßig an mit Ausgang finden etc. Einfach nur sinnlose Wege. So, Aussehen können Sie erstmal finden. Ja, das ist mir auch glauben, dazu ist das wieder erstmal. Wir werden schon noch kommen. Warum der Bund zuvor der Scheißweg geht überhaupt da? Da geht's hoch. Und welchen haben wir weggemacht? Den. So. Das können wir ja mal so lassen erstmal. Gucken, dass die Wege noch alle intakt sind. Okay. So symbolisch, nur dass Sie sehen, dass es vorwärts geht. Wir sind hier ganz an der Mauer, oder haben wir hier noch? Wo haben wir denn jetzt angehoben? Ich sehe gar nichts. Das ist ja mal lustig. Ach, genau drunter. Naja, dann heben wir eben hier an. Schon ein bisschen. Andere Möglichkeit haben wir leider nicht.
So, weil hier sollen unsere... Hier sollen unsere Buden hin, etc. Und wir fangen mal an. Ist das für ein paar gehört? Mit einer Information, ne? So. Gleiche Preise. Und wie gesagt, Möglichkeit der Geldeinnahme. Ist das Blümchen oder was ist das? Gut. Da. Hat immer noch keinen. Ja, wie gesagt, am Anfang nur der Cola-Stand. Deswegen beeile ich mich eigentlich auch noch gar nicht so übermäßig, den zu bauen, weil das einfach witzlos ist. Denn selbst wenn er gebaut ist, beschweren sich die Leute, dass sie nichts zu essen finden. Was ja eigentlich auch logisch ist. Cola ist nun mal kein... Keine Speise. Und deshalb habe ich die Forschung hier erstmal nur. Der Hütestand war das. Siehst du das? Der Hütestand war das, was sie uns entwickelt haben als erstes. Ja, die Essensstände. So, in der Zeit gucken wir mal nach unserem Personal. Okay, außer denen.